Warum ich hier so rumkletter? Weil ich ein Zeichen setzen will für Europa. Und München setzt hier auch ein Zeichen, als europafreundliche Stadt nämlich. Munich for Europe. Aber wie weit sind wir eigentlich mit dem europäischen Einigungsprozess, mit dieser Integration? Im Denken der Menschen, in der Wirtschaft und in der Politik. Und wo hapert es noch so ein bisschen? Das ist heute das Thema bei Respekt. So, dann würde ich mal ihn fragen. Welche Rolle spielt denn Europa in Ihrem Alltag? Nein, das ist ziemlich weit weg, Europa, aber jeder macht ja eh sein eigenes Süppchen. Also von dem her Europa, mein, das ist halt auch nur ein Begriff. Wo waren Sie zuletzt im Urlaub? In Frankreich. Da waren Sie ja in Europa. Ja, stimmt. Aber für mich ist immer nur Frankreich. Also währungstechnisch und urlaubstechnisch ist es natürlich von Vorteil. Und ich finde auch so für den Frieden insgesamt finde ich es eigentlich auch sehr wichtig. Aber ich glaube, wir machen uns ziemlich fertig bürokratisch. Welche Rolle spielt dann Europa in deinem Alltag? Eigentlich keine. Sicher? Was sind denn so die Vorteile von einem vereinten Europa? Da gibt es natürlich massiv Vorteile. Also zum einen der Sicherheitsaspekt, der wirtschaftliche Aspekt, der Freihandel. Ich habe das Gefühl, dass vielen gar nicht bewusst ist, wo überall Europa drinsteckt und dass viele Dinge einfach schon komplett selbstverständlich geworden sind. Das zeigt auch die Wahlbeteiligung bei der letzten Europawahl, weil viele Leute, vor allem auch Junge, sind gar nicht zur Wahl gegangen. Ich treffe jetzt gleich die neu gegründete Partei Volt. Die wollen als länderübergreifende Partei in Europa Politik machen. Und hier findet heute ein Treffen statt, ein Meet and Greet. Volt ist 2017 gegründet worden. Das Besondere? Die Partei hat ein einheitliches Wahlprogramm für alle europäischen Länder. Die Partei ist also echt europäisch. Aber damit keine Missverständnisse entstehen. Wir machen keine Wahlwerbung. Ob Volt besser oder schlechter ist als die bisherigen nationalen Parteien, soll jeder für sich entscheiden. Wie bestimmt denn die europäische Politik auch unseren Alltag? Ich glaube, häufig wissen wir gar nicht, was tatsächlich europäisch ist. Klar, wir kennen es aus dem Urlaub, dass wir eben nach Italien fahren können, ohne an der Grenze unseren Pass zeigen zu müssen. Andererseits haben natürlich auch EU-Gesetze häufig Auswirkungen auf nationaler und auch auf lokaler Ebene, die dann häufig der Bürger nicht mehr verknüpfen kann zu Europa und gar nicht weiß, wo das herkommt. Das ist sicher auch ein Problem, dass gerade die lokalen Politiker natürlich das, was gut läuft, lieber sich selber auf die Fahne schreiben. Und das, was schlecht läuft, kann man dann eben auf die EU schieben. Und da ist sicher auch ein großes Imageproblem der EU, rührt daher. Warum braucht es denn eine paneuropäische Partei? Also das ist ja schon, das gibt es ja so noch nicht, ne? Nee, das stimmt. Das ist quasi ein Pioniersprojekt jetzt. Wir haben, es ist aber auf der anderen Seite überfällig, weil wir haben ja schon gemeinsame Institutionen auf europäischer Ebene. Wir haben ein gemeinsames Parlament. Und trotzdem haben wir eben auf der Ebene noch keine Parteien, die rein europäisch sind und dort politische Willensbildung möglich machen. Und ich glaube, gerade um diese Herausforderungen zu bewältigen, denen wir uns eben länderübergreifend gegenüberstehen, brauchen wir auch eine europäische Öffentlichkeit, um eben auch Lösungen entwickeln zu können. Warum muss Politik denn europäisch gedacht werden? Also es gibt sicher Themen, die in Deutschland einen anderen Stellenwert haben oder auch in anderen Ländern eine höhere Priorität haben. In Deutschland würde ich da zum Beispiel sagen, dass die Sorge vor Altersarmut, aber auch der Pflegenotstand jetzt ganz aktuell wirklich Themen sind, die uns sehr, sehr betreffen. In anderen Ländern, vielleicht in Italien, Griechenland, aber auch vor allem in den osteuropäischen Staaten ist Korruption ein großes Thema, zum Teil auch Rechtsstaatlichkeit. Da muss man natürlich eine Schwerpunktsetzung vornehmen. Andererseits ist es natürlich auch ein deutsches Interesse, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien oder Frankreich in den Griff bekommen wird, weil wir sonst insgesamt ein instabileres Europa haben und eben jedes Land stärker ist, wenn wir gemeinsam in Europa zusammenarbeiten. Zusammen, gemeinsam in Europa. Neu ist diese Idee nicht. Neu aber ist hier die Art und Weise, wie man miteinander ins Gespräch kommen soll. Ein Speeddating zwischen Parteimitgliedern und den Besuchern. 2 Minuten zum Diskutieren. Dann Wechsel zum nächsten Gesprächspartner. Maximaler Austausch, alle kommen zu Wort. Das war jetzt mein ganz
persönlicher Austausch, aber was sagen eigentlich die Zahlen und Fakten zur Politik in Europa? Frieden und Wohlstand. Es gibt Bereiche, da ist klar, die EU macht unseren Alltag leichter und angenehmer. Durch offene Grenzen und eine gemeinsame Währung etwa. Tatsächlich ist die EU mittlerweile fast überall, auch wenn uns das nicht immer bewusst ist. Sie regelt viele Dinge unseres alltäglichen Lebens. Zum Beispiel beim Einkaufen. Auf Verpackungen muss stehen, welche Zutaten in unseren Lebensmitteln sind. Und auch, ob Allergene drin sind. Schreibt die EU-Lebensmittelverordnung vor. Mehr Verbraucherschutz ist das. Die EU schränkt auch den Einsatz von Pflanzen- und Insektengiften in der Landwirtschaft ein. Mehr Umweltschutz also. Und seit 2017 sind Roaminggebühren dank eines EU-Gesetzes verboten. Telefonieren ist seitdem deutlich billiger. Wie weit die Europäisierung ist, unterscheidet sich je nach Politikbereich. Die Finanz- und Steuerpolitik ist zum Beispiel nicht so europäisch. Anders die Wirtschafts-, die Landwirtschafts- und die Umwelt- und Verbraucherpolitik. Hier gehen bis zu 80% der Gesetzesvorhaben von der EU aus. Wie groß genau ihr Einfluss ist, darüber wird seit Jahren diskutiert. Das liegt auch daran, dass es zwei Arten von EU-Gesetzen gibt. Erstens Verordnungen. Die funktionieren sehr einfach. Die EU beschließt eine Verordnung und die gilt dann sofort in allen Mitgliedstaaten. Das zweite sind Richtlinien. Die beschließt die EU auch, aber die Mitgliedstaaten haben Zeit, die Richtlinie umzusetzen, bis sie zum Gesetz im jeweiligen Land wird. Dabei haben die Staaten einen Gestaltungsspielraum. Drei EU-Institutionen sind beteiligt. Erstens die Europäische Kommission. Hier sitzen Politiker, die von den nationalen Regierungen ernannt wurden. Zweitens das EU-Parlament. Dessen Mitglieder sind echte Abgeordnete. Sie werden alle 5 Jahre direkt von den EU-Bürgern gewählt. Und drittens der Ministerrat. Hier sitzen die jeweils zuständigen Minister aus den Mitgliedsländern, also zum Beispiel der Rat aller Finanzminister. EU-Gesetze entstehen so. Die Kommission schlägt ein Gesetz vor. Der Vorschlag geht an das Europäische Parlament und an den Ministerrat. Erst wenn sich beide, Parlament und Ministerrat, einigen, wird das Gesetz beschlossen. Wie die EU Gesetze macht, daran gibt es Kritik. Nämlich zu wenig Demokratie. Denn nur die Abgeordneten im EU-Parlament sind von den Bürgern direkt gewählt. Kommission und Ministerrat nicht. Trotzdem haben sie viel Einfluss auf Gesetzesvorschläge. Ein zweiter Kritikpunkt: Die EU mische sich zu oft ein. Zu viel Regulierung. So könnte es besser laufen. Das EU-Parlament bekommt mehr Einfluss und wird wichtiger. Mehr Demokratie in der EU. Und die EU gibt die großen politischen Linien vor, den Rahmen. Die Details regeln die Länder selbst. Und jetzt treffe ich noch mal die Leute von der paneuropäischen Partei Volt. Um mich ganz nah dran zu sein an den Themen, die den Leuten in Europa wichtig sind, machen die sogenannte Listenings. Also sie befragen Passanten und werten dann die Ergebnisse aus. Wir gehen jetzt immer in Zweiergruppen los, weil gerade auch Pärchen bleiben oft stehen und nehmen sich die Zeit, dann Fragen zu beantworten. Und dann ist es toll, wenn wir beide einfach befragen können gleichzeitig und die nicht irgendwie sich gemeinsam auf eine Antwort festlegen müssen, weil auch bei Pärchen das oft sehr unterschiedliche Meinungen sind, die da zustande kommen. Gesammelt werden die Antworten mit dem Smartphone-Tool. Und die Auswertung der Ergebnisse erfolgt ebenso schnell. Ich bin auf jeden Fall gespannt, um was es da jetzt alles geht. Schönen Sonntag euch. Und was kam jetzt so raus? Ja, das war interessant. Also ich habe mich im Alter total verschätzt. Sie war noch nicht wahlberechtigt, weil sie erst 16 war. Aber es ist ja trotzdem wichtig, dass sie jetzt schon sozusagen sich Gedanken macht, ob sie denn mal eine Europawahl wählen würde. Ich habe mit der Mutter gesprochen, die schon wählen darf. Sie hat aber gesagt, ja, manchmal gehe ich wählen, manchmal auch nicht. Total interessant daran ist eben auch zu sehen, welche Gemeinsamkeiten wir haben. Also wenn wir diese Listening-Tours in Portugal machen, in UK, in Schweden, in Italien und in Deutschland, zu sehen, wo gibt es eigentlich die Überschneidungen. Also was fühlt sich vielleicht in erster Linie wie ein nationales Thema an, ist aber eigentlich ein europäisches Thema. Das ist für uns als europäische Partei natürlich besonders spannend.
Hm. Ich habe nach dieser Listening-Tour den Eindruck, je konkreter du bei den Leuten zu Europa nachfragst und sie auf bestimmte Themen aufmerksam machst, umso mehr Interesse für Europa und europäische Politik wächst du. Dann ist Europa nicht mehr einfach nur dort in Brüssel, sondern auch hier bei uns, mitten in unserem Leben, unserem Alltag. Ich treffe jetzt gleich den Young Ambassador der Stadt München, den Jugendbotschafter der Stadt. Er ist Student und vertritt die Münchner Jugend in Europafragen. Und so einen Jugendbotschafter, so einen Young Ambassador, gibt es auch in anderen Städten, zum Beispiel in Wien und in Stuttgart. Aber gerade ist er noch in seinem anderen Amt als Schiedsrichter aktiv. Hi. Hallo, Sabine. Franz Josef. Hi, freut mich. Und ich laufe und du bist jetzt hier gerade als ehrenamtlicher Schiedsrichter unterwegs, aktiv gewesen. Und du bist Young Ambassador der Stadt München. Was genau ist denn das jetzt eigentlich? Young Ambassador bedeutet, da gab es eine Ausschreibung. Es gibt einen Zusammenschluss namens Eurocities. Da sind ganz viele europäische Großstädte von Spanien bis rüber nach Estland dabei. Und die versuchen zusammenzuarbeiten, weil eben jede erfolgreiche Stadt, der verschiedene Probleme hat, sei es steigende Mietpreisen, schlechte Luftqualität, öffentlicher Nahverkehr. Und die versuchen dort zusammenzuarbeiten und in diesem Jahr, jedes Jahr gibt es eine Konferenz, kam die Idee auf, dass jede Stadt auch einen Young Ambassador mitbringt, einen Jungbotschafter, der zwischen 18 und 30 Jahre alt ist und versuchen soll, mal die Perspektive der jungen Generation noch mit reinzubringen. Was hat denn jetzt Stadtpolitik mit Europa zu tun? Mehr als man zuerst denkt. Man mag das vielleicht nicht sofort sehen, aber einfach viele Gesetze und Rechtsvorschriften kommen schließlich entweder aus dem Bundestag oder auch aus der europäischen Ebene. Und sei es zum Beispiel, gerade gibt es ja ganz viele Diskussionen über Fahrverbote und Co., über die Luftqualität. Da ist auch zum Beispiel sehr viel europäische Gesetzgebung mit drin. Und am Ende des Tages, alles, was in der großen Bühne passiert, ist eigentlich nur der politische Rahmen. Ja. Wie das am Ende in der Praxis umgesetzt wird, passiert immer in der Kommune, also vor Ort in der Stadt München. Ja. Also kann man schon auch sagen, dass sich dieses ganze Europa auch auf die Lebensqualität jedes Einzelnen in der Stadt dann auch auswirkt. Würde ich absolut bejahen. Und welche Werte sind dir jetzt besonders wichtig in Bezug auf Europa? Ich würde zunächst mal sagen, ich hatte dieses Jahr das Glück, in den USA gewesen zu sein. Und immer als ich dort erzählt habe, ich bin aus Deutschland, kam eigentlich so ziemlich als erstes, wow, Respekt, wie toll ist das denn, dass du zu so vielen Ländern reisen kannst, ohne dass du da deinen Pass zeigen musst. Also ich denke, zum Ersten würde ich auf jeden Fall die Freiheit nennen, also die Mobilität auch der Freiheit. Als Zweites unbedingt die Sicherheit. Bei allem, was man jeden Tag in den Schlagzeilen liest, vergisst man sehr schnell, dass wir doch auf einem der sichersten Flecken auf dieser Erde leben. Und zum Dritten auf jeden Fall auch die Nachhaltigkeit, weil Klimaschutz und Co. ist gerade auch für die junge Generation wichtig und auf jeden Fall eine internationale Aufgabe. Das Klima interessiert es nicht, in welchen Landesgrenzen es beschädigt wird. Was sind denn jetzt so deine Visionen, deine Ziele? Gerade die jungen Leute sind bisher noch nicht die wahlfreudigsten gewesen und ich hoffe vielleicht auch irgendwie diese Bühne nutzen zu können, um das Interesse auch an der Europawahl zu erhöhen. Dann wünsche ich dir da auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Besten Dank. Franz Josef hat mir dann noch einen Vorschlag gemacht. Er will mir zeigen, wo in München Europa drinsteckt. Zum Beispiel an einem ganz normalen S-Bahnhof. Hallo, ja, Sabine Busch. Bernd, hallo. Hier steckt jede Menge Europa drin, in dieser Säule hier. Aber die Säule ist natürlich noch ganz, ganz viel mehr. Das ist nämlich eine von unseren 8 Mobilitätsstationen, die wir im Rahmen von dem Projekt Smarter Together hier in München errichten werden. Smarter Together, das ist ein EU-Modellprojekt zusammen mit den Städten Lyon und Wien. Hier sieht man jetzt das gesamte Gebiet von Smarter Together. Gehen wir noch ein bisschen höher. Mobilitätsstationen im Testlauf. Wir müssen ins Domarktgelände hoch. Jetzt sind wir hier die Domarktstraße. Sorry, das sind 2 E-Stationen. Service am interaktiven Bildschirm, ob Fahrradausleihe oder Taxibestellung. Drückst auf das Fahrrad drauf, dann erscheint hier sozusagen die Möglichkeiten, was du alles hast. Du drückst auf dieses Fahrrad drauf und kannst dir hier schon, was hier gerade verfügbar ist, 2 Fahrräder, normale Fahrräder sind verfügbar. Wenn ich jetzt hier mal rüber gehe. Außerdem Elektroleihwagen mit Tankstelle. Dazu die Quartiersbox für bestellte Waren oder die vom Nachbarn geliehene Bohrmaschine. Von den Erfahrungen sollen auch andere europäische Städte profitieren. So ist der Plan von uns. Wir versuchen mit diesen Lösungen, die wir hier haben, wirklich so weit zu kommen, dass das auch andere Städte, unsere Follower-Cities wie Santiago de Compostela, Sofia und Venedig, aber auch andere Städte dann übernehmen können. Durch die finanzielle europäische Förderung liegt die Kostenlast nicht allein bei der Stadt. Auch Teil des EU-Modellprojekts intelligente Lichtmasten.
unter anderem mit Umweltmessstationen. Also die Feinstaubbelastung insgesamt, die wird hier jetzt an konkret dieser Stelle quasi gemessen. Genau. Dazu eine App. Wir haben hier, klickst du auf genau diesen Lichtmast, wo wir jetzt hier gerade stehen. Jawohl. Und dann siehst du hier unten genau, aha, so kann jeder Bürger, jede Bürgerin kann genau sehen, welche Daten wir dort erheben. Ja. Sich mit diesen Daten Lösungen entwickeln, dass es den Bürgerinnen und Bürgern hier einfach besser geht. Eine wertvolle Basis für Maßnahmen im Umweltschutz. Daran habe ich bisher gar nicht so gedacht. Städte haben einen ziemlich großen Einfluss auf das europäische Miteinander, auf die europäische Integration. Und das wiederum wirkt sich auch auf die Wirtschaft aus. Neue Märkte, international und national. Diese kleine Messstation, diese Sensorenbox am Laternenmast, wurde von einem Münchner Start-up entwickelt. Und dass das so gut lief, hat auch wieder mit Europa zu tun. Deswegen schaue ich jetzt mal bei denen vorbei. Hallo. Da ist es jetzt. Hallo. Sabine. Hallo. Hi. So, und von euch sind jetzt die Messboxen an den intelligenten Laternen. Also das Gerät besteht aus mehr als 200 Komponenten. Wie ist das denn mit EU-Standards? Dass die Standards überall gelten, das erspart uns natürlich viel Mühe, wenn wir in neuen EU-Ländern unterwegs sein wollen und unterwegs sind, dass man da relativ schnell mit den jeweiligen Städten oder mit den jeweiligen Unternehmen sprechen kann, ohne größeren bürokratischen Hürden. Und hier werden sie montiert und dann hier aufgehängt. Also hier drin werden die montiert? Genau. Also hier ist beispielsweise eine Karte von München. Das müsste die Laterne sein, an der wir waren. Genau, das ist das Projektgebiet in Freiham-Noralbing. Und da sehen Sie unsere Geräte, die dort installiert sind. Und genau da standen sie gestern. Und da können Sie in Echtzeit die Daten abrufen, wie Feinstaub, Stickstoffdioxid, Ozon, aber auch ein Quality Index, also ein Indikator für die Luftqualität vor Ort. Hier kann man beispielsweise auch eine Historie aufbauen, dass man sieht, zu welchen Stoßzeiten, sagen wir mal ab 16, 17, 18 Uhr, wo die Spitzen entstehen für Stickstoffdioxid und dementsprechend auch erkennen, wo die Hotspots entstehen, warum sie da entstehen. Wäre das Ganze, auch die Gründung zum Beispiel, jetzt überhaupt möglich gewesen ohne diese Förderungen? Also die Förderungen, sei es von Anfang an durch die Startup-Förderung seitens der EU, aber auch die zwei Ausschreibungs- und den Forschungsprojekten der EU, die wir gewonnen haben, haben uns enorm nach vorne katapultiert. Also ohne diese Förderung wäre Haberdauer nicht da, wo das Unternehmen heute steht. Definitiv nicht. Und ihr seid ja auch ein ziemlich internationales Team. Ja, also wir haben Leute aus der ganzen Welt bei uns. Karim zum Beispiel, der hat hier studiert, ist halb Deutsch, halb Ägypter. Also ich selbst komme aus Nordirland, wir haben auch eine Engländerin bei uns. Wir haben zwei Leute, die remote, also von Entfernung aus arbeiten, einer in Irland und einer, der auch tatsächlich in Brüssel sitzt und bearbeitet diesen ganzen so europäischen Themen, Verkehr, Verkehrsforschung, was gerade läuft auf EU-Ebene. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Also natürlich bringen die Leute viel fachlich rein, aber einfach diese unterschiedlichen Arbeitsweisen und Hintergründe, das bringt einfach enorm viel rein. Und da oben ist noch was, oder? Da oben steckt noch was, ja. Vor einiger Zeit gab es einen Wettbewerb beim Bundesministerium. Und das ist was ganz Besonderes, wenn man wirklich die Hauptleute im Land, die für Verkehr verantwortlich sind, dass man die auch überzeugen kann, dass man was hat, was wertvolles ist. Tschüss. Die Wirtschaft, egal ob Großkonzern oder Start-up, hat einen riesen Anteil am europäischen Zusammenhalt. Und so entstehen ja auch Arbeitsplätze. Das ist nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die soziale Seite von Europa. Schon mal was von der europäischen Sozialcharta gehört? Nach 1945 war klar, um einen dritten Weltkrieg zu verhindern, muss Europa in Zukunft mehr sein als eine Ansammlung von konkurrierenden Ländern. Europa muss zu einer friedlichen Gemeinschaft werden, verbunden nicht nur durch wirtschaftliche Interessen, sondern auch durch gemeinsame europäische Werte.
Damit Europa zusammenwächst, wurde 1949, also lange vor der EU, der Europarat gegründet, dem heute 47 Staaten angehören. Dieser Europarat hat mehrere Abkommen entwickelt, um gemeinsame Werte festzuschreiben. Die Europäische Menschenrechtskonvention etwa und die Europäische Sozialcharta. Charta bedeutet Verfassungsurkunde. In der Europäischen Sozialcharta wurden 1961 soziale und wirtschaftliche Grundrechte festgeschrieben. Zum Beispiel, dass alle das Recht auf Arbeit haben und auf eine gerechte Bezahlung. Oder das Recht auf eine Berufsberatung. Und auf bezahlten Urlaub. Diese Urfassung der Europäischen Sozialcharta gilt auch in Deutschland. Vor über 20 Jahren wurde die Sozialcharta noch einmal überarbeitet und mehr Rechte hinzugefügt. Zum Beispiel, dass jeder das Recht auf eine Wohnung hat und das Recht auf Schutz gegen Armut. Andere Rechte, zum Beispiel das Verbot von Diskriminierung, wurden gestärkt. Diese überarbeitete Fassung hat Deutschland zwar unterschrieben, aber bis heute noch nicht ratifiziert. Also noch nicht in Kraft gesetzt. Skeptiker der neuen Fassung sagen, einige der Rechte sind sehr weit gefasst oder sie seien schwierig in die deutsche Gesetzgebung zu integrieren. Befürworter der neuen Charta dagegen warnen, Deutschland verliere beim Thema soziale Rechte den Anschluss, wenn es die Charta nicht endlich in Kraft setze. Denn die meisten anderen Europaratsmitglieder haben sie bereits ratifiziert. Die Sozialcharta liefert eine gemeinsame Wertebasis, weil Europa ist nicht nur Währungsunion und Binnenmarkt, sondern auch Wertegemeinschaft. Sophia und Carmen sind Auszubildende zu Konditoren im dritten Lehrjahr. Clément und Loïc machen ihre Ausbildung zum Chocolatier in der Bretagne. Sie alle nehmen teil an einem deutsch-französischen Lehrlingsaustausch. Den gibt es schon seit den 60er Jahren. Ganze Generationen von Konditoren, Metzgern, Friseuren und Kfz-Mechanikern haben schon teilgenommen. Das Projekt wird inzwischen auch durch das europäische Erasmus-Programm gefördert. Und ihr habt jetzt Unterstützung aus Frankreich bekommen. Genau. Der Clément zeigt uns eben gerade das Törtchenglasieren. Mhm. Und das ist eine ganz spezielle Technik, weil das eine besondere Glassage ist. Und wie ist das bei euch? Also ihr wart ja auch schon in Frankreich. Ja, also wir waren in Frankreich, in zwei unterschiedlichen Gegenden in der Bretagne. Sophia zum Beispiel war in Brest, ich war in Vannes. Was habt ihr denn da so mitgenommen? Ich selber spreche kein Französisch, aber es war total schön zu sehen, dadurch, dass wir ein Handwerk lernen, wie man miteinander agieren kann und wie man voneinander lernen kann. Und selbst diese Sprachbarriere, dass man die eben überbrückt, durchs Englische meistens, aber eben mit Händen und Füßen funktioniert das trotzdem ganz gut. Da gibt es dasselbe Produkt, wird aber auf komplett verschiedene Arten und Weisen hergestellt. Und wir hatten jetzt auch mehrmals so einen Verblüffungsmoment, so, ah, ihr macht das so, wir wussten gar nicht, dass man das so auch machen kann. Das ist was fürs Auge. Wenn Sie jetzt über die letzten Jahre hinweg gesehen die deutschen Auszubildenden und die französischen Auszubildenden so ein bisschen beobachten und vergleichen. Was ist Ihnen da denn aufgefallen? Bei den französischen Auszubildenden, die sind sehr, sehr fokussiert. Die ganze Wertschätzung aus Frankreich fürs Essen, das wird auch gelebt in der Ausbildung und bei den Betrieben. Da dürfen wir uns schon noch mehr anstrengen und es nach außen tragen. Das beherrschen die Franzosen wahnsinnig toll und das ist für uns schon ein Highlight, dass wir unseren Kunden natürlich näher bringen wollen. Also es ist quasi schon so ein bisschen Europa in der Theke, was Sie da haben. Europa pur. On devrait vraiment plus faire de rencontres et de voyages ensemble, comme par exemple là en France et avec l'Allemagne. On est deux pays vraiment qui se complètent
Vraiment, quand on, si on assemblerait les deux, ce serait vraiment le top au niveau de l'organisation, au niveau des méthodes de travail, des machines. Et quelles sont les valeurs de l'Europe ? Le partage et la rencontre, parce que j'étais jamais venu en Allemagne, j'avais jamais rencontré le peuple allemand. Mmh. Et c'était l'occasion extraordinaire, c'est essayer d'évoluer ensemble. En fait, on avait, je pense, plein d'a priori, comme aussi nos collègues allemands avaient sur les Français. Mmh. Et finalement, on a réellement découvert le peuple allemand, les traditions, voilà, la façon de vivre, en fait. Et ça a été très enrichissant et finalement, ça a un peu cassé l'image que j'avais de l'Allemagne. Ouais. Si je pouvais rester, je pense que je resterais un peu plus longtemps. Voilà. Ah. Et peut-être que je reviendrai, je pense. Ouais. Voilà. Über das gemeinsame Arbeiten die Menschen zusammenbringen, vom Wissen der anderen profitieren, gemeinsam neue Ideen entwickeln. Das sind die Ziele des Austauschprogramms. Die Handwerkskammer organisiert es schon seit Jahrzehnten. Wieso braucht es denn überhaupt so einen Austausch? Wir wollen mit diesen Lehrlingsaustauschen einfach die Verständigung unter den Ländern herbeiführen. Wir haben von unseren Eltern ein Europa ohne Grenzen bekommen und wir haben eigentlich als Generation die Verpflichtung, dieses Europa ohne Grenzen an unsere Kinder weiterzugeben. Und wir können heute vom Nordkap bis nach Sizilien fahren, ohne eine Grenze zu passieren, zum Teil mit einem Zahlungsmittel zu zahlen. Und das ist Friedensarbeit, die wir auch als Handwerk weitergeben wollen. Das Beispiel zeigt, es gibt Unterschiede, aber die bedeuten Vielfalt. Und Vielfalt macht das Leben bunter. Sie bringt uns weiter, die ganze Gesellschaft. Mein Fazit der Erkundungstour, eigentlich ist es gar nicht so schwer, Europa zu leben und zu gestalten. Europa ist ein Netzwerk, von dem wir alle profitieren können. Du kannst dich politisch engagieren, du kannst Ideen in kommunale Projekte einbringen. Unternehmen, auch Start-ups, können Förderungen nutzen. Auszubildende können sich begegnen und einfach voneinander lernen. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Europa, das sind nicht nur die in Brüssel. Europa, das sind wir.